Grüß Gott und herzlich willkommen zum Grundkurs Glaubenserneuerung. Es ist die zweite Einheit. Diejenigen, die die erste Einheit mitverfolgt haben, wissen, dass wir jetzt am Beginn dieses Glaubensweges zurückgehen zu unserer eigenen Taufe. Da hat ja auch unser Christsein begonnen. Wir haben bereits gesagt, das Wesentliche in diesem Ereignis, wo wir getauft wurden, ist, dass wir verbunden sind mit Jesus Christus, wie eine Rebe an den Weinstock angebunden, haben wir in Christus, in dem wir auferstanden sind zu neuem Leben, auch Teil am Leben der heiligsten Dreifaltigkeit. Wir haben gesagt, die Taufe ist unauslöschlich und wir haben dann auch die Symbole der Taufe betrachtet, das Taufwasser, die Taufkerze, das Taufkleid und der Chrisam, und wir haben gesagt, was für eine geistliche Bedeutung sie für unser ganzes Leben haben. Das letzte Mal habe ich Ihnen versprochen zu erklären, was es bedeutet, dass wir in der Taufe von der Erbschuld gereinigt worden sind. Doch bevor wir das machen, wie auch beim letzten Mal schon gesagt, beginne ich mit einem Gebet, denn das eigentliche Wort, das wir heute brauchen, um im Glauben zu wachsen, das wird Jesus Christus uns mitgeben. Dazu laden wir ihn ein. Wer von Ihnen eine Kursmappe hat, der findet hinten einen Gebetsanhang. Und dort habe ich für uns heute das Gebet Nummer 10 ausgewählt. Es ist im alten Gotteslob Nummer 50, Abschnitt 2. Und diejenigen, die das letzte Mal dabei waren, werden feststellen, dass in diesem Gebet vieles von dem zur Sprache kommt, was letztes Mal schon angesprochen wurde. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass ich aus Wasser und Geist neugeboren wurde in der Taufe. Ich darf mich dein Kind nennen, denn du hast mich aus Schuld und Tod gerufen und mir Anteil an deinem Leben geschenkt. Ich danke dir, Jesus Christus, Sohn des Vaters, für deinen Tod und deine Auferstehung. Wie die Rebe mit dem Weinstock, so bin ich mit dir verbunden. Ich bin ein Glied an deinem Leib, aufgenommen in das heilige Volk zum Lob der Herrlichkeit des Vaters. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass deine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. Du lebst in mir und willst mich führen zu einem Leben, das Gott bezeugt und den Brüdern dient. So kann ich einst mit allen Heiligen das Erbe empfangen, das du denen bereitet hast, die Gott lieben. Und so stellen wir uns, Herr Jesus Christus, in deine Gegenwart und nehmen, wie wir das letzte Mal gesagt haben, mit dem Kreuzzeichen unserer Taufe neu an, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erbschuld, ein schwieriges Wort, denn jede Schuld ist ja eine persönliche Tat. Und jetzt haben wir ein Problem. Das Baby, das wir zur Taufe tragen, hat sich ja nicht schuldig gemacht, hat ja nicht eben aus persönlicher Motivation gesündigt. Stimmt, sagt die Kirche auch, denn Erbschuld ist keine persönliche Tat. Erbschuld ist ein Zustand unserer gefallenen Menschennatur. Und das möchte ich Ihnen erklären mit dem Schriftwort, das wir im Alten Testament kennen und das Jesus Christus selbst auch wieder aufgreift, indem er sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und dieses ganze Herz, das meint jetzt nicht unser physisches Herz, sondern das meint das Innerste unserer Person, mit Verstand und Wille ganz Gott gehören wollen, ihm anhangen, in Freiheit und in Liebe, wie eine Rebe an den Weinstock gebunden zu sein, weil wir einfach wissen,
Das Leben, das wir brauchen, erhalten wir von dir. Adam und Eva, Menschheit im Paradiesgarten, hatte dieses ganze Herz, war in Einheit mit Gott, in Freiheit und Liebe ihm angehangen. Doch dann kommt dieser Bruch in diese Beziehung mit Gott hinein. Erinnern Sie sich, dass die Schlange, das ist ein Bild für den Teufel, dass die Schlange Adam und Eva dazu verführt, diesen Bund zu brechen. Misstrauisch zu sein gegen Gott, Zweifel zu haben an Gott, selber sein wollen wie Gott, sich ihm nicht anvertrauen, größer sein wollen, unabhängig sein wollen von Gott. Und Adam und Eva vollziehen diesen Bruch und dieses gebrochene Herz ist uns mitgegeben. Das haben wir tatsächlich geerbt. Mensch sein bedeutet eben, dass wir diesen Zweifel in unserem Herzen tragen. Ist Gott wirklich gut? Brauche ich ihn oder brauche ich ihn nicht? Soll ich lieben? Soll ich hassen? Soll ich Gutes tun oder das Böse? Soll ich lügen oder mich für die Wahrheit entscheiden? Und mit dieser Gebrochenheit kommt jeder Mensch zur Welt. Und eine schöne Bibelstelle, wiederum der Apostel Paulus, Sie stellen fest, der hat uns eine ganze Menge auf diesem Glaubensweg zu sagen. Und zwar finden wir die im Römerbrief, im Kapitel 7. Da sagt er nämlich, ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Der Apostel Paulus beschreibt, was wir alle kennen. Wir nennen es umgangssprachlich, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Wir sind so hin und her gerissen zwischen dem Guten und dem Bösen. Und selbst das Kleinkind, das wir beobachten, hat schon diesen Kampf in sich, eben zwischen Gut und Böse zu wählen. Und das Schöne, das, was in der Taufe geschieht, ist Folgendes. Wir kommen mit dieser Gebrochenheit zur Welt. Wir sind noch nicht ganz in Gott verbunden, in Einheit und Freiheit und Liebe. Ich habe Ihnen jetzt so einen goldenen Kreis mitgebracht. Gold steht für Heiligkeit, denn Gott ist heilig und der Kreis deutet an, dass Gott unendlich ist. In der Taufe werden wir Gott einverleibt, wir werden an ihn gebunden, in ihn hineingebunden. Und schauen Sie jetzt, was geschieht in der Taufe. Da werden diese Herzenshälften zusammengefügt, dieser Bruch wird geheilt und Gott schenkt uns die Möglichkeit, eben ihm mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft zu lieben. Wir bleiben allerdings Menschen, wir haben nach wie vor den freien Willen und werden immer mal wieder hin und her gerissen sein, das Gute zu tun oder das Böse zu lieben oder zu hassen, zu glauben oder zu misstrauen. Und dann wird in jeder heiligen Beichte, wir werden darüber noch eigens sprechen, dieser Bund wieder geheilt. Und er gibt uns die Kraft zurück, mit ganzem Herzen zu lieben. Das letzte Mal haben wir gesprochen über das Bild vom Weinstock. Der Apostel Paulus bringt jetzt noch ein weiteres Bild. Es ist noch persönlicher. Nämlich, er sagt, durch die Taufe sind wir in den Leib Christi eingefügt. Unser Leib, wissen wir, der Apostel Paulus sagt, besteht ja aus sehr vielen Gliedern und die sind sehr verschieden. Also meine Haare sind ganz anders wie mein Herz, das ist wieder anders wie die Blutbahnen, die inneren Organe ganz anders wie das Nervensystem, das Knochengerüst und so weiter. Aber alles hat eine Bedeutung, alles hat Gott eingefügt in seinen Leib. Und so können wir uns das vorstellen. Ich habe hier mal eine Zeichnung Ihnen mitgebracht, wo wir Jesus Christus finden. Wir haben gesagt, alle Menschen sind von Gott erschaffen und von Gott geliebt, aber Gott will mehr. Gott will ja, dass wir in ihm leben und in ihm teilnehmen an seinem Leben. Und in der Taufe ist ja Folgendes passiert. Wir sind eingetaucht und aufgetaucht in dieses Heilsereignis der Erlösung und wir sind in den Leib Christi aufgenommen worden. Und durch Glaube und Taufe sind unsere Eltern in den Leib Christi eingefügt, unsere Kinder, unsere Nachbarn,
unsere Vorfahren, unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde, die Menschen in Politik, Kirche, Gesellschaft, die Menschen, die wir lieben, die Menschen, die wir noch nicht lieben, alle, die durch Glaube und Taufe zu Christus gehören, sind in den Leib Christi eingefügt. Schauen Sie, jetzt habe ich drumherum eine gelbe Linie gezogen. Wissen Sie warum? Das letzte Mal habe ich über das Taufkleid gesprochen. Das ist hier dargestellt. Durch die Taufe sind wir in Christus hineingenommen. Ich habe das letzte Mal gesagt, unser Leben endet nicht an unserer Haut, sondern wir sind geistlich der Leib Christi. Und die Kirche sagt etwas so Großes. Christus das Haupt und wir alle, die Glieder seines Leibes, sind der ganze Christus. Das nimmt mir wirklich den Atem, wenn ich überlege, dass ich einen Teil bin von diesem ganzen Christus. Und die Kirche sagt, dass wir miteinander Kirche sind. Ich habe in den Hintergrund angedeutet, eine Kirche. Manche machen den Fehler, sie meinen, die Kirche ist ein Haus aus Steinen. Das ist nicht das Entscheidende. Manche sehen nur diese menschliche Gemeinschaft und sie sehen, dass die alle Fehler haben. Stimmt, die Kirche sagt auch, alle Glieder des Leibes, außer Maria, haben gesündigt und deshalb ist die Kirche immer reinigungsbedürftig. Aber warum können wir ohne Hemmungen von der heiligen katholischen Kirche sprechen? Weil, schauen Sie, der Untergrund, das Fundament, der alles belebt, das ist Jesus Christus selbst. Der ist vollkommen heilig und der lebt und wirkt durch die Glieder seines Leibes. Und Kirche ist etwas ganz Organisches, nämlich der mystische Leib Christi, durch den Jesus Christus hier in der Kirche lebt. Er ist nicht weggegangen bei der Himmelfahrt, er ist gegenwärtig in den Gliedern seines Leibes und führt in uns und durch uns als Kirche sein Heilswerk hier auf Erden fort. Und jetzt stellen wir uns vor, wir selber sind dabei, wir gehören dazu. Die Taufe ist der Eintritt, das Sakrament der Firmung und der Eucharistie vervollständigen diese Eingliederung in Christus, die nennen wir christliche Initiation. Jetzt gehen wir wieder zum Wort Gottes, denn der Apostel Paulus sagt uns so manches darüber, wie wir als Glieder des Leibes zusammenwirken sollen. Wer eine Kursmappe von Ihnen hat, findet diesen Bibeltext auf der Seite 3. Ich habe verschiedene Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, zusammengefügt. Dort sagt er, denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Nun, zum einen möchte der Apostel Paulus uns sagen, es gibt eine Absicht, dass ich bin, wer ich bin, wo ich lebe, in welche Familie, in welche Kirche ich hineingeboren bin. Und diese Absicht, die Gott hat, diesen Plan für mein Leben, steht im Hintergrund und er hat mich aufgenommen in den Leib Christi. Und die Frage ist, ob ich mich da einlasse. Wissen Sie, warum viele Menschen das nicht wollen und sagen, mir ist eher danach aus der Kirche auszutreten? Sie schauen nur auf die menschliche Gemeinschaft. Sie schauen auf diese Fehler und diese Schwächen und diese Unvollkommenheiten. Und wissen Sie, warum diese Kirche so unvollkommen und fehlerhaft ist? Weil ich so bin. Und weil Sie so sind, weil wir alle Sünder sind. Wenn wir nur auf das schauen, dann gebe ich Ihnen recht, dann ist das eine ganz unvollkommene Sache. Aber das Entscheidende,
Also der Apostel Paulus sagt, lass dich ein, du lässt dich in erster Linie auf Christus ein, du brauchst nicht jemand anderes sein, sei all das und nur das, wer du bist und was du bist und halte aus, dass andere anders sind, dass sie andere Fähigkeiten haben, eine andere Art, den Glauben zu leben und so weiter. Aber nimm das an, finde Platz in diesem Leib Christi, in dieser Kirche und das, sagt er, was euch da eins sein lässt. Das ist nicht, dass ihr die gleichen Vorlieben habt, die gleiche Art zu beten habt und euch alle immer unheimlich nett findet, sondern etwas viel Größeres, das, was euch eint, ist der Heilige Geist. Wir werden 4 Sendungen Zeit haben, zu entdecken, wer der Heilige Geist ist. Er sagt, der Heilige Geist ist es, der euch in diesen Leib aufgenommen hat und ihr alle wurdet mit dem einen Geist getränkt. Es hat mich sehr bewegt, wie unser Bischof einmal zu uns sagte, das, was euch verbindet, Heiliger Geist, ist immer mehr als das, was euch voneinander trennt, nämlich eure Unterschiede und vielleicht auch eure Verletzungen und so weiter, mit der ihr euch voneinander unterscheidet. Und ich wusste ganz genau, dass er sagen wollte, oder es hat auch zumindest mich erreicht, wenn ihr bereit seid, in der Kirche euch immer wieder auf das Gemeinsame zu besinnen und das zusammen einzurufen, komm Heiliger Geist, das ist nämlich die Liebe Gottes, dann wird er euch zusammenfügen, dann wird miteinander möglich. Wenn ihr das nicht bereit seid, ist Gemeinschaft nicht lebbar. Weder in dieser kleinen Einheit wie Ehe, Familie, Ordensgemeinschaft, Pfarrgemeinde, Diözese oder Weltkirche. Das heißt eben, sich eingliedern in diese Kirche, das können wir, weil das tragende Fundament, das, was die Kirche heiligt, Jesus Christus selber ist. Wenn ich auf diese Kirche nur schaue, auf die Menschen, das menschliche Verhalten, dann werde ich immer eine total unvollkommene Kirche finden. Wenn ich bereit bin, auf den tiefen Grund zu schauen, nämlich in allem wirkt Christus, der ist es, der uns mit seinem Geist eins macht mit ihm und untereinander, dann wird es sehr spannend, weil Jesus Christus auch durch mich sein Heilswerk hier auf der Welt weiterführen möchte. Dann sagt der Apostel Paulus noch etwas ganz Berührendes. Niemand kann zum anderen sagen, ich brauche dich nicht oder ich brauche euch nicht. Das kann, sagt er, das Auge nicht zur Hand sagen, das kann der Kopf nicht zu den Füßen sagen. Wir können zu keinem Menschen sagen, du bist für mich gestorben, ich brauche dich nicht. Das geht nicht. Wir können wohl sagen, das eine oder andere Verhalten von dir, das ist nicht richtig, das ist Sünde oder auch strafbar. Natürlich müssen wir diese Wertung vornehmen, aber zu keinem können wir sagen, du bist für mich gestorben, weil Gott jedem irgendetwas mitgegeben hat, womit er dem Ganzen dienen soll. Wenn ich mit meinen Kursteilnehmern diesen Text betrachte, dann beginnen sie im Gespräch immer mit dem allerletzten Vers, zu dem komme ich jetzt, nämlich da sagt der Apostel Paulus, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Und ich spüre, das ist so eine Entlastung für sie, für uns alle. Wer sind diese schwächer scheinenden Glieder des Leibes? Uns fallen da zuerst vielleicht die Obdachlosen, dann Süchtige ein, dann vielleicht Arbeitslose, Menschen mit gescheiterten Lebensexistenzen, Kranke, Behinderte, sterbende Menschen, diese schwächeren Glieder des Leibes Christi. Das ist nicht der Grund, warum sie mit diesem Satz beginnen. Denn der Grund, glaube ich, ist, dass jeder sich auch manchmal als dieses schwächere Glied erlebt. Dann sagen wir doch, müssen wir ganz ehrlich sagen, dann bin ich so schwach an Liebe. Oder schwach an Geduld, schwach an Bereitschaft zu vergeben oder schwach auch an Herzlichkeit, an Kraft, etwas durchzuhalten und dann zu wissen, ich darf schwach sein und ich darf mich trotzdem anschauen, dass ich trotzdem wertvoll bin und dass ich eine Bedeutung habe, sogar unentbehrlich bin und manchmal auch gerade mit meiner Schwachheit besonders wertvoll bin. Ich denke, dieser
wichtige Text von den vielen Gliedern an dem einen Leib, der lädt uns alle ein, dass wir uns untereinander viel Platz geben, dass wir sagen, also erstmal versuche ich ganz ich zu sein, ich versuche mich ganz auf dich einzulassen, ich versuche meinen Platz auszufüllen, mich mit meinen Gaben einzubringen und ich erlaube dir anders zu sein und ich erlaube dir, dass du ganz du bist und niemand von uns braucht sich unter diesen Druck stellen, alles alleine im Griff zu haben, alles alleine in der Hand zu haben, alles alleine bewältigen zu können, ist überhaupt nicht christlich. Sondern Gott hat uns so gemacht, dass wir als ein Leib eben uns ergänzen lassen, so wie die verschiedenen Körperteile auch einander ergänzen und dass wir all das und nur das sind, was wir sind und dann auch uns gegenseitig ergänzen und unterstützen. Mir kommt vor, all diese Überforderungen und Überlastungen bis hin zum Burnout, die bestehen dann immer darin, dass man zu sehr meint, man müsse andere auch noch ausfüllen an ihrem Platz. Ich möchte abschließend zu einem Foto kommen. Dieses Foto ist aufgenommen in meiner Heimatdiözese, denn ich komme aus der Diözese Münster in Nordrhein-Westfalen. Und in Münster gibt es die Kirche St. Ludgeri. Und dieses Kreuz, das dort abgebildet ist, das hat der Künstler Heinrich Bäumer bereits 1929 angefertigt. Bei einem Bombenangriff, Münster erinnert sich, das war am 30. September 1944, da hat die Erschütterung dieser Bomben dem Korpus die Arme weggesprengt und ein Splitter der Bombe hat das Herz Jesu getroffen. Und die Kirchengemeinde hat sich nach dem Krieg, als alles aufgebaut wurde, entschieden, wir restaurieren dieses Kreuz nicht, wir lassen es, wie es ist, ohne Arme, auch den Splitter im Herzen Jesu. Und sie haben den Anfang eines ganz alten, mittelalterlichen Gebetes auf diesen Querbalken geschrieben. Ich habe keine anderen Hände als die euren. Doch Jesus Christus kann auch ohne uns handeln, aber vorzugsweise handelt er durch uns, mit uns. Und er benutzt uns und nicht nur unsere Arme, sondern alles, was wir sind und haben, was wir ihm zur Verfügung stellen, benutzt er, um auch durch uns unvollkommene, schwache Menschen, jeder in seiner Berufung, um durch uns sein Heilswerk fortzusetzen. Und das ist eben diese große Einladung an euch und das ist auch die Berufung von allen Christen. Und das ist etwas, was wir immer tun können, selbst wenn wir alt und schwach sind oder auch sonst gebrechlich sind und keine großen äußeren Dinge leisten können. Immer können wir das Größere tun, nämlich zu sagen, Jesus, da wo ich stehe, der ganze Platz gehört dir. Mein Herz, darin schlage deine Liebe. Durch meine Augen schaue du die Menschen an. Ich leihe dir meine Stimme, sprich die Menschen an mit dem Wort, das sie heute brauchen. Ich leihe dir meine Hände, meine Arme. Hilf mir, den anderen zu umarmen, Liebe zu schenken. Hilf mir, ihm etwas abzunehmen, tragen zu helfen, wo sie es brauchen. Ich leihe dir meine Beine. Ich gehe dorthin, wo Menschen darauf warten, dass sie dir begegnen. Und ich möchte da, wo ich bin, mich dir zur Verfügung stellen. Wir sind ein Glied an seinem Leibe. Wir sind sogar Tempel des Heiligen Geistes. Und diesen Raum, den ich ausfülle, das ist ja nicht mal ein Quadratmeter, den sichere ich dir. Das ist der Raum, wo du dein Reich Gottes in diese Welt bringen kannst. Ist das nicht eine wunderschöne Berufung, die wir alle haben? Ich denke manches Mal, ich habe noch so vieles so im äußeren Leben zu tun. Das ist alles zweitrangig. Das Vorrangige ist, dass wir uns Zeit nehmen für die Stille, für das Gebet, auch gerade in der Kirche, dass wir uns nicht verheizen lassen, sondern dass wir sagen, da wo ich bin, Gott, komme du durch mich in diese Welt. Stellen Sie sich vor, dass wir als Christen auf Erden das alle tun, dann sehen Sie, wie stark das ist. Die Heilige Schrift sagt, in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Und wir als Kirche sind der ganze Christus, die Fortexistenz
Seiner Sendung hat Jesus Christus an diese Kirche gebunden. Wenn jemand bislang dachte, aus dieser Kirche kann man besser austreten und davonlaufen. Ich sage immer, der Erste, der das Recht dazu hätte, wäre Jesus Christus selbst. Er tut es nicht. Das ist der Grund, warum auch ich bleibe. Ich habe den Eindruck, genug für heute. Abschließend ein Gebet. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie meinem Rat, den ich schon in der ersten Sendung gegeben habe, auch folgend Gruppen gründen, zu Hause oder in der Pfarrgemeinde, dass Sie mit Menschen diesen Weg gehen. Es ist unser Katechumenat, es ist die Möglichkeit, unsere Einführung in das Christsein noch einmal zu festigen und zu stärken, und dass Sie das jetzt abschließend miteinander ins Gespräch bringen und dann natürlich vor allem ins Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, ich bin sehr bewegt und sehr berührt, dass du uns auswählst, uns schwache Glieder deines Leibes, dass du uns einverleibst, dass wir einen Platz haben an deinem Leib und dass du durch jeden von uns deine Sendung fortführen möchtest. Wir bitten dich jetzt mal alle um Verzeihung, wo wir alles Mögliche andere wichtiger genommen haben im Leben, als das zu sein, was unsere Hauptberufung ist, nämlich Christen zu sein und dich, Christus, in diese Welt zu bringen. Wir erlauben dir jetzt, unsere ganze Existenz, unseren Körper, unsere Berufung, unsere Arbeit, alles, was wir sind und haben, einzunehmen. Wir freuen uns, dass du das tust und dass du durch uns in diese Welt kommen wirst. Denn das, worauf die Menschen warten, das sind nicht wir, sondern das bist du in uns und durch uns. Wir danken dir für deine Liebe und für dein Erbarmen. Und dazu segne uns auch, gütiger Gott, und begleite uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ich danke Ihnen für das Dabeisein. Das nächste Mal nehmen Sie noch ein paar Freunde mit hinzu. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Musik.